Hier ist der Dr. Einstein heute mit einem neuen Video und zwar schaut es heute ein bisschen wild aus, weil es geht heute eigentlich hier um diesen kleinen Mann hier. Man kann ihn kaum erkennen, er ist doch ein bisschen klein, wir gucken uns ihn natürlich noch ein bisschen genauer an. Und zwar geht es hier um diesen kleinen Roboter von Ugreen und zwar den Nexode. Und das ist ein Ladeadapter im Endeffekt, den man hier einstecken kann, ganz normal. Hat ein super süßes Gesicht, also irgendwas Neues dann, der leuchtet dann. Und wie gesagt, schauen wir uns gleich an. Und dann kann man da mit 65 Watt natürlich aufladen, hat drei Anschlüsse, zwei USB-C und ein USB-A. Die Füße da unten, wie gesagt, ich würde sagen, mal gucken mal direkt unter die Kamera, dann kann man sich das einfach besser vorstellen, bevor ich das immer hier so handiere und man sieht eigentlich gar nichts. So, schaut mal her, so schaut er aus, der kleine Roboter. Ja, und der, wenn man hier das abzieht, das könnt ihr nämlich jetzt mit mir machen, hier einmal, dann verschwinden die Augen. So, im ersten Moment ist natürlich ein bisschen traurig, das schaut nämlich alles nackt aus, aber das ist ein kleines LCD-Panel hier und da... LED, ja, ein kleines Panel auf jeden Fall. Und da kann man dann anhand der Augen sehen, ob er jetzt normal lädt oder im Standby ist oder dann eben... Schnellladen tut. Und wie gesagt, das ist ja kein Akku hier, sondern das ist tatsächlich, man zieht hier die Füße runter, jetzt hat man hier die Steckdose, steckt nach einem, das Gesicht erscheint. Das zeige ich euch gleich mal. So, des Weiteren sehen wir hier unten auch nochmal ein paar Sachen. Also das Ganze ist natürlich das GRN, das steht für Galliumnitrid, das ist für die Innenbauweise von diesen ganzen Stecker. Und zwar hat man hier, das ist sehr effizient, kann man sehr klein diese Energieumwandlung eben, die dann hier stattfindet, ein bisschen unscharf. Und diese kleinen, ich tue die Füße wieder hin, also wie gesagt, es ist magnetisch und zeige ich euch gleich nochmal. Und diese kleinen Bauteile, die man hier verwendet, die ermöglichen sowas Kleines eben zu erstellen, aber bei einer 95%igen Energieeffizienzumwandlung. Also sehr, sehr cool gemacht, dieser kleine Roboter. Und man hat hier, man hört es, der bleibt hier stehen, denn die Füße, wie gesagt, wollte ich euch nochmal zeigen, die sind eben magnetisch, kann man ganz cool aufwärmen, schaut cool aus auf dem Schreibtisch und ja, macht auf jeden Fall was her. Jetzt würde ich sagen, ich stecke es einmal ein, dann könnt ihr euch auch das Gesicht einmal anschauen. Ja. Abgesehen vom Gesicht haben wir jetzt die Möglichkeit, natürlich hier mit dem USB-A hier aufzuladen. Ich habe hier natürlich die Möglichkeit, das Ganze hier einzustecken. Wir sehen hier gleich, ihr könnt es auch mal in der Kamera sehen. Also wir haben hier natürlich, hier wird hier direkt geladen. Das ist überhaupt kein Thema. Können jetzt natürlich ewig auch spielen. Das ist überhaupt kein Akt zu einem auf der Switch. Aber was jetzt interessant ist, wir machen mal hier einen kleinen Vergleich hier an meinem Smartphone. Und zwar, wenn ich den jetzt hier einstecke, habe ich einmal das normale Laden, wie man es kennt, also das wird natürlich jetzt von meinem Handy hier unterstützt. Und wir sehen hier, wenn ihr mal drauf schaut, 54% habe ich vollständig geladen bis 6.10 Uhr. Das entspricht jetzt ungefähr ja einige Stunden, mal 9 Stunden, das würde ich mal grob sagen, 9 Stunden und 7 Minuten bis zur vollständigen Aufladung, wenn ich das jetzt hier so laufen lassen würde. Und jetzt machen wir das Ganze hier mit dem USB-C. Das davon ist es egal, welchen ihr verwendet von diesem USB-C. Und dann, wenn ich hier nochmal, könnt ihr mal drauf schauen, nochmal drauf gucke, dann habe ich die Schnellladenfunktion und ich bin voll in 57 Minuten. Also anstelle von 9 Stunden sind wir hier in einer Stunde fertig. Wie gesagt, wir laden jetzt hier auch mit 65 Watt. Wird natürlich nicht von jedem Handy vollständig unterstützt. Hier in dem Fall könnt ihr beim Hersteller, ihr habt da unten die Beschreibung, könnt ihr mal nachschauen. Es werden die ganzen iPhones, die aktuell unterstützt, natürlich Samsung wird unterstützt, Google Smartphone wird unterstützt und so weiter und so fort. Auch Tablets, die unterstützen dieses Schnellladen mit 65 Watt. Und da hat man natürlich an diesem Vorteil, ist natürlich einmal ganz cool, weil es eben das coole Gesicht hier macht. Zum anderen hat man einfach auch die Möglichkeit, es ist mal was Neues und schaut einfach cool aus, finde ich einfach als diesen alten. Man kann auch sowas nehmen hier, man sieht es hier sehr schön, ist halt ein bisschen langweiliger. So, der Roboter ist einfach eine coole Idee und ich finde, wenn man da Geld investiert, ja,
Vielleicht lohnt es sich für den einen oder anderen mehr. Mir gefällt es auch cool und finde auch die Funktion, man hat hier drei Lademöglichkeiten, ist bedient damit. Also so eine ganz, ganz coole Geschichte. Ja, das zu diesem kleinen Ladegerät. Ich wollte es euch einfach mal vorstellen. Ich finde sowas ist auch immer ganz interessant. Ugreen ist ja sowieso hier im Ladebereich und Akkus und so weiter. Wenn ihr was braucht, ein Top-Anbieter, wie gesagt, unten in der Beschreibung. In Köln, abgesehen von diesem Roboter, den gibt es nämlich auch in einer anderen Ausführung, nur mit USB-C. Das ist natürlich auch möglich für den einen oder anderen. Vielleicht ist das auch nur interessant. Das könnt ihr euch auch mal anschauen. Ansonsten, wie gesagt, kann ich empfehlen. Ganz coole Geschichte und auch mal was Neues. Ja, das von meiner Seite. Wer es kommentieren möchte, darf es natürlich gerne kommentieren. Ansonsten freue ich mich natürlich über jedes Kommentar und natürlich über ein Abo wie ein Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal, euer Dr. Einstein.